question. Tell me who. Dreamy, was machst du hier? Ich wollte dich fragen, warum du die ganze Zeit dieses Spiel spielst. Ich meine, könntest du nicht mal aufhören? Nein, ich finde es toll. Hast du keine Angst vor dem Slenderman? Nö, wieso? Nun ja, ich finde ihn schon irgendwie gruselig. Naja, so gruselig ist er jetzt auch wieder nicht. Also ich finde ihn ganz schön gruselig. Ach, Dreamy, hör auf. Das nervt. Aber ich will nicht, dass du Albträume bekommst. Dann ist das ja wohl nicht dein Problem, oder? Und außerdem, das ist mein Spiel und nicht deins. Darf ich dann auch mal? Nein! Und wieso nicht? Ganz einfach, weil ich es nicht will. Du bist ganz schön böse, weißt du das? Ich weiß. Ein Zettel. Oh, den muss ich mitnehmen. Aber ich habe gehört, das Spiel wird immer schlimmer, wenn du das weitermachst. Natürlich wird es das. Das ist der Sinn des Spieles. Und was passiert, wenn du es geschafft hast? Das weiß ich nicht. Das möchte ich herausfinden. Aber ich habe es bisher noch nicht geschafft. Deshalb lass mich jetzt in Ruhe. Ich werde alle Zettel finden. Und der Slenderman wird mich nicht kriegen. Oh mein Gott, das war er, das war er, das war er, das war er. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mach jetzt bloß nicht schlapp. Renn, renn weg, renn weg. Eine Notiz. Hilf mir. Ja, das würde ich jetzt auch gerne sagen. Hey, ist euch in letzter Zeit eigentlich auch aufgefallen, wie oft er dieses Spiel spielt und wie lange? Ja, er geht mir damit mächtig auf die Nerven. Und mir auch. Wir müssen was dagegen unternehmen. Nein, du meinst doch nicht, dass wir ihm wieder einen Streich spielen sollen, wie letztens mit der Weihnachtsgeschichte, oder? Genau das meine ich. Kommt schon, ist das nicht ein wenig fies? Ja, finde ich auch. Warum machst du das? Nun ja, er hat es verdient, oder? Oder nicht? Naja, ich weiß nicht. Irgendwie schon, aber trotzdem. Muss das sein? Also ich finde schon. Ich mache es. Ich habe auch schon eine Idee, wie. Gut, aber ohne mich. Ich gehe schlafen. Ich will nicht die ganze Nacht dabei sein, wie ihr wieder den armen Percy fertig macht. Nicht wir. Nur Dreamy alleine. Ich mache da nämlich auch nicht mit. Ich habe ihn letztens mit der Weihnachtsgeschichte schon oft lange genug genervt. Ich glaube, jetzt ist Dreamy mal an der Reihe, ihn zu ärgern. Also komm, Sel, dann gehen wir eben schlafen. In Ordnung, Birdie, ich komme. Oh mein Gott. Percy, du wirst dich zu Tode erschrecken. Nun gut, Schluss für heute. Leute? Leute, wo seid ihr? Hä? Ich nicht hin, oder es kriegt mich. Oh oh. Leute? Hey, das ist nicht witzig. Wo seid ihr? Ich hab Angst. Was war das? Ich finde das nicht lustig, auch wenn ich gesagt habe, ich habe keine Angst vorm Slenderman. Bitte, 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 tu mir das nicht an. Ich habe Angst. Bitte, bitte. Was? Was war das?
Augen. Ich weiß nicht, wohin ich noch gehen soll. Leute, das ist nicht witzig. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Leute, tut mir das nicht an. Vielleicht kann ich ihm ja irgendwie entkommen. Wer weiß. Im Spiel habe ich es nicht geschafft, aber vielleicht schaffe ich es hier. Du kannst ihm nicht entkommen. Ja, ja, sehr witzig. Sehr witzig. Ich gebe ja zu, ich habe Angst vom Slenderman. Was war das? Ah! Ich gebe es ja zu, ich habe Angst. Folgt es mir? Oh Gott, nein. Hilf mir. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was war das? Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. In Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Hey, ich bin's doch nur. Oh Gott, du bist so einfach zu erschrecken. Meine Güte. Mann, Dreamy, bist du des Wahnsinns? Du hast mich zu Tode erschreckt. Dann hat die Aktion ja ihren Sinn erfüllt. Oh mein Gott, das war so lustig. Nein, ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Aria, komm mit. Das muss ich den anderen sagen. Aber ich hab Angst. Warte, ich hab dich nicht richtig gehört. Was? Du hast mich sehr wohl richtig gehört, Vollidiot. Ja, stimmt. Aber trotzdem, ich würde es sehr gerne noch einmal hören. Da kannst du lange warten. Leute, was macht ihr denn für einen Krach? Du wirst es nicht glauben, aber Percy hat endlich zugegeben, dass er sich vor dem Slenderman fürchtet. Was? Nicht dein Ernst? Wirklich? Sag es! Sag es! Ich habe es schon gesagt. Dreimal sogar. Zweimal. Dreimal. Und keinmal mehr. Trotzdem, ich würde es zu gern nochmal aus deinem Mund hören. Bitte, tu's für mich, Percy, bitte. Ich wüsste nicht, was das für einen Sinn haben sollte. Hab ich da richtig gehört? Percy gibt endlich zu, dass er sich vor dem Slenderman fürchtet. Ich würde das auch zu gerne hören. Leute, weiß es dann endlich jeder? Es steht 3-1, also musst du wohl oder übel dich der Mehrheit beugen. Ugh, na gut, aber nur noch einmal. Ich habe Angst vor dem Slenderman. Habt ihr es jetzt kapiert oder muss ich es noch einmal sagen? Nein, das hätte ich nicht sagen sollen. Aber trotzdem, hört auf damit. Ich habe schon schlimm genug heute Nacht durchgemacht. Ich wette, ich werde nie wieder dieses Spiel spielen können, ohne dass ich daran denke, was heute Nacht passiert ist. Ach ja? Was war denn so schlimm? Na, dieses schwarze Ding, das aussah wie so ein Geisterpferd. Das war doch ihr, oder? Welches Geisterpferd? Na, das Gruselige da, das aussah wie ein... wie das da! Ja, sehr witzig, du. Was ist das?